Ein neues Video aus unserer Kettler-Serie steht an. Nach Crosstrainern und Rudergeräten geht es nun um Ergometer. Konkret um die neuen Kettler-Ergometer aus der Tour-Serie. Die Kettler-Geräte sind bei euch ja immer sehr beliebt. Ob sie auch in dieser Kategorie überzeugen, sehen wir jetzt. Wir gehen auch in diesem Video preisaufsteigend vor. Das heißt, wir beginnen mit dem günstigsten Gerät und enden mit dem teuersten. Beginnen wir mit dem Kettler Tour 300. Das Tour 300 ist ein solides Gerät mit einem Maximalgewicht von 130 Kilo. Das scheint so ein Standardwert zu sein in dieser Preisklasse bei Kettler, denn das habe ich auch schon in den anderen Kategorien in der mittleren Preisklasse gesehen. Wir haben hier 8 Kilo Schwungmasse und der Rundlauf ist ganz gut. Ich muss sagen, dass 8 Kilo im Vergleich nicht ganz so viel sind. Allerdings sind bei allen Kettlern Ergometer irgendwie die Schwungmasse gar nicht so hoch wie bei anderen Geräten oder auch Geräten in der vergleichbaren Preisklasse. Aber der Rundlauf hat meistens trotzdem sehr überzeugt, deswegen, ja, das sage ich dann aber auch dazu, hat es dann meistens nicht in die Wertung geschlagen. In diesem Fall aber schon, 8 Kilo Schwungmasse, Rundlauf war okay, finde ich jetzt für den Preis einfach noch nicht gut genug. Wir haben hier 10 Trainingsprogramme, mit denen wir das Training abwechslungsreich gestalten können, generell ein leises Gerät. Aber ich will auch gar nicht zu lange darüber reden, denn dieses Gerät hat mich nicht überzeugt. Und das liegt am Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn wir sind hier in der mittleren Preisklasse, geben schon eine Stange Geld aus und haben hier kein wattgesteuertes Training. Und auch sonst, die anderen Punkte sind jetzt nicht so top, dass sie das überspielen können. Generell haben wir außerdem noch eine eingeschränkte Programmvielfalt und deswegen für mich einfach ein Stück zu teuer, kein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Da finde ich den Tour 400 schon deutlich besser. Dazu komme ich jetzt. Der Ergometer Tour 400 von Kettler, der liegt ebenfalls noch in der mittleren Preisklasse. Hier haben wir allerdings ein sehr gutes Fahrgefühl und 20 Widerstandsstufen. Außerdem wattgesteuertes Training. Und zwar in 5er Schritten bis 250 Watt. Dadurch kann man dieses Gerät schon für therapeutisches Training nutzen. Die Schwierigkeit dieses Geräts reicht für Anfänger vollkommen aus. Für Fortgeschrittene auch noch. Wenn du schon weit fortgeschritten bist, wirst du wissen, dass 250 Watt für dich vielleicht nicht genug ist. Aber ich würde auch sagen, es ist eher meine Empfehlung für Anfänger. Wir haben auch hier eine hohe Qualität und auch dieses Gerät ist bis 130 Kilo belastbar. Scheint wohl so ein Wert für Kettler zu sein in der mittleren Preisklasse. App und Pulsgurt sind kompatibel und das Gerät ist sehr leise. Das heißt, du kannst nebenbei problemlos Musik hören oder eine Serie schauen. Der einzige Negativpunkt ist die verhältnismäßig geringe Schwungmasse, gerade wenn ich das Gerät mit anderen Geräten in der gleichen Preisklasse vergleiche. Aber in diesem Fall habe ich das beim Training nicht so sehr gemerkt. Und er hatte trotzdem einen sehr guten Grundlauf und einen stark genugen Widerstand. Deswegen habe ich das nicht so sehr in die Wertung einfließen lassen. Denn darum geht es ja am Ende. Wie gut kann ich mit dem Gerät trainieren? Und das hat dieses Gerät erfüllt. Es ist also unsere Empfehlung für Anfänger unter den Kettler-Ergometern. Und hier machst du nichts falsch, denn du kriegst ein Gerät mit hoher Qualität. Und deswegen unsere Empfehlung gegenüber dem Tour 300. Es hat allerdings nicht ganz für 5 Sterne gereicht. Denn das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch bei diesem Gerät nicht top. Es gibt wieder günstige Geräte von anderen Herstellern, die ähnliche Funktionen haben. Deswegen immer noch eine sehr gute Bewertung, aber eben nicht die vollen 5 Sterne. Wie immer findest du alle Links zu den Geräten unten in der Infobox. Das heißt, wenn du dir ein Gerät genauer anschauen möchtest, dann schau dort einfach vorbei, dort ist der schnellste Weg zu den Geräten. Welche Geräte günstiger sind, sage ich dir am Ende. Kommen wir nun zur oberen Preisklasse, dem Tour 600. Das Tour 600 kommt mit 10 Kilo Schwungmasse um die Ecke und hat einen sehr guten Rundlauf. Und das, obwohl andere Geräte in dieser Preisklasse fast die doppelte Schwungmasse haben, hat dieses Gerät immer noch einen Rundlauf, der da konkurrenzfähig ist. Wir haben auch hier die Möglichkeit, in 5 Wattschritten einzustellen oder mit den 20 Widerstandsstufen zu arbeiten. Wir haben hier eine Maximalleistung von 400 Watt, also nochmal deutlich mehr als beim Tour 400. Und das Gerät eignet sich deshalb auch super für therapeutische Zwecke, ist aber auch für Fortgeschrittene komplett ausreichend. Denn mit 400 Watt kannst du schon wirklich an deine Grenze gehen. Wir haben auch hier Trainingsprogramme und sogar ein Pulsprogramm, wo du den kompatiblen Pulsgurt mit benutzen kannst. Der ist allerdings nicht im Lieferumfang enthalten. Trotzdem ist das ein großer Pluspunkt, denn auch so ein Pulsprogramm geht ein bisschen einher mit diesem therapeutischen Training, was ich vorher erwähnt habe. Generell hat mich der Computer überzeugt, der ist aber generell bei allen Kettler-Ergometern sehr ähnlich aufgebaut. Wir haben auch hier eine hohe Qualität des Materials, wofür Kettler ja bekannt ist und diesmal bis zu 150 Kilo Maximalgewicht. Der einzige Negativpunkt ist auch hier die verhältnismäßig geringe Schwungmasse. Allerdings fällt es diesmal nicht in die Wertung, denn der Rundlauf ist
konkurrenzfähig zu den anderen Produkten in der gleichen Preisklasse und das ist es, worauf es am Ende ankommt. Deshalb haben wir hier mit dem Tour 600 einen Testsieger. Und zwar nicht nur den Testsieger hier unter diesen paar Kettler-Geräten, sondern auch im großen Ergometer-Vergleich. Es ist unsere Empfehlung für Fortgeschrittene. Und deswegen auch meine Empfehlung an dich, wenn du als Fortgeschrittener ein wirklich gutes Kettler-Gerät suchst, dann nimm das Tour 600. Das Tour 800 ist das Gerät, was ich dir gleich vorstelle. Das braucht man meiner Meinung nach nicht. Denn es bringt alles mit, was das Tour 600 auch kann. Ein bisschen mehr noch, aber das für 300 Euro mehr. Und ich würde sagen, die Funktionsvielfalt von dem Tour 600 sind für die allermeisten komplett ausreichend. Und da kannst du dir die 300 Euro sparen und vielleicht für was anderes Schönes ausgeben. Das Tour 800 hat eine Maximalwattleistung von 600 Watt, also nochmal 200 Watt mehr. Aber ob du diese 200 Watt brauchst, ist eben fraglich. Wenn du jetzt sagst, hey, ich bin so fit, ich brauche wirklich ein Gerät, was mich richtig, richtig fordert, dann würde ich sagen, denk nochmal über das Tour 800 nach, aber für alle anderen reicht das Tour 600 komplett aus. Wie versprochen, sage ich aber auch nochmal was zum Preis-Leistungs-Verhältnis. Kettler ist generell für die Qualität bekannt, nicht fürs Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das ist auch in dieser Kategorie wieder der Fall. Wir haben mit dem Tour 400 ein Gerät für Anfänger und mit dem Tour 600 wirklich ein tolles Gerät für Fortgeschrittene. Aber es gibt generell günstigere Alternativen. Das heißt, hier hast du quasi ein wirklich hochqualitatives Gerät. Wenn du einfach auf die Nummer sicher gehen willst und einfach eine Qualitätsmarke kaufen möchtest, dann nimm Kettler. Sonst habe ich aber auch nochmal ein Video für dich verlinkt. Und auch unten in der Infobox findest du einen Link zu einem Testbericht, wo wir alle Ergometer miteinander vergleichen. Und dort wirst du sehen, dass ein paar andere Marken ähnliche Features haben, aber ein bisschen günstiger sind. Schau gerne nochmal rein, wenn du dich darüber auch informieren möchtest. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass doch ein Like da und vergiss nicht zu abonnieren. Bis bald.